Hallo und herzlich willkommen bei Watt24, Ihrem Online-Shop für professionelles Licht. Schön, dass Sie da sind. Heute wollen wir Ihnen die Umrüstung einer T5-Leuchtstofflampe auf eine T5-LED-Retrofit-Lampe zeigen. Wie das geht und was Sie dafür brauchen, das sehen wir uns jetzt an. Gründe für die Umrüstung von T5-Leuchtstofflampen auf T5-LED-Retrofit-Röhren gibt es viele. Neben der Energieersparnis durch diese modernen LED-Lampen bieten diese auch weniger Gefahren für Ihre Gesundheit, da kein Quecksilber enthalten ist. Bei der Umrüstung musste man allerdings bisher das elektronische Vorschaltgerät gegen einen LED-Treiber austauschen. Bei modernen LED-Röhren wie der Aiko T5 LED 150 DD allerdings ist dies nicht mehr notwendig. Diese können Sie direkt an die 230 Volt Netzspannung anschließen. Das ist nicht nur einfacher, sondern auch noch günstiger, da Sie ja keinen neuen LED-Treiber für die Umrüstung kaufen müssen. Wie die Umrüstung abläuft und worauf Sie dabei achten sollten, das schauen wir uns jetzt an. Was Sie dazu brauchen: Natürlich eine LED-Retrofit-Röhre, die Sie direkt an die Netzspannung anschließen können. Wir nehmen hier die Aiko T5 LED 150 DD mit 25 Watt. Dann natürlich noch das zur Leuchte passende Werkzeug. Im einfachsten Fall einfach nur einen passenden Schraubendreher. Das war's dann aber auch schon. Dann schrauben Sie die Leuchte auf bzw. entnehmen, wie in unserem Falle hier, das Raster. Entfernen Sie nun die alte T5-Leuchtstofflampe. Als nächstes entfernen Sie den Netzanschluss aus dem EVG. Die Netzspannung muss nur direkt an einer der Lampenfassungen angeschlossen werden. Das EVG selbst ist nun nutzlos. Sie können es entweder entfernen oder in der Leuchte belassen. Je nach Belieben bzw. Bauart Ihrer Leuchte. Verlegen Sie nun die Leitungen gegebenenfalls noch in vorhandene Kabelhalter. Nun stecken Sie die LED-Retrofit-Röhre in die Fassung. Dabei ist darauf zu achten, dass Sie die Seite, die den Strom aufnimmt, natürlich an der mit der Netzspannung versorgten Fassung einstecken. Es gibt allerdings auch LED-Röhren, die von beiden Seiten mit Strom versorgt werden. Haben Sie eine Leuchte mit mehreren Lampen, so ist die Verdrahtung natürlich entsprechend anzupassen. Außerdem ist zu beachten, dass Funktionen, die früher das EVG übernommen hatte, wie beispielsweise DALI-Steuerung oder Dimmbarkeit, nun natürlich nicht mehr verfügbar sind. Da eine LED-Röhre im Gegensatz zu einer Leuchtstoffröhre keinen 360-Grad-Rundum-Abstrahlwinkel hat, sollten Sie nur noch die Ausrichtung der LED-Röhre überprüfen. Also entweder nach hinten für indirektes Licht oder nach vorne für direktes Licht, je nach Leuchte und Anwendung. Der Umrüstvorgang ist damit bereits beendet und Sie können die Leuchte wieder schließen. Als Übersicht hier nochmal ein kleines Schema. Hier die Originalverdrahtung und hier nach der Umrüstung. Wie Sie sehen, ist die Umrüstung einer T5-Leuchtstofflampe auf eine LED-Retrofit-Röhre, die Sie direkt an die 230 Volt Netzspannung anschließen können, wirklich sehr einfach. Wir empfehlen Ihnen hierfür beispielsweise diese T5-LED-Retrofit-Röhre von Aiko. Sie bringt 3550 Lumen bei 25 Watt und hat damit eine Energieeffizienz von 142 Lumen pro Watt. Sie hat ein neutral weißes Licht mit 4000 Kelvin und eine Lebensdauer von 50.000 Stunden. Ihr breiter Abstrahlwinkel von 240 Grad kommt einer herkömmlichen Leuchtstoffröhre mit ihren 360 Grad sehr nahe. Wir haben aber noch weitere Varianten dieser Lampe mit verschiedenen Wattagen bei uns im Shop. Den Link zur Lampe finden Sie hier.
oder alternativ unten in der Videobeschreibung. Und sollten Sie nun noch weitere Fragen zum Thema Umrüstung auf T5 LED Retrofitröhren oder ganz allgemeine Fragen rund um das Thema professionelles Licht haben, so können Sie sich natürlich jederzeit gerne per Telefonchat oder Videocall an uns wenden. Und um kein weiteres Video mehr zu verpassen, abonnieren Sie am besten jetzt gleich kostenlos unseren YouTube-Kanal. Denn wir von Watt24 lassen Sie nicht im Dunkeln stehen.